Und zwar sollten wir 15 Minuten Training filmen zu einem bestimmten Thema. Das kann taktisch oder technisch sein und uns einfach nur auf die Coach-Rolle fokussieren. Coach-Rolle bedeutet in dem Fall, wir sind nicht der Trainer, also leiten etwas an oder haben eine Lösung im Kopf, die wir von den Spielern erwarten und sehen wollen, sondern wir sind der Coach. Das heißt, wir begleiten, wir beobachten, wir nehmen uns zurück. Und hier kann ich nur für mich persönlich sprechen. Es war erstens total ungewohnt und vielleicht sogar auch ein bisschen unangenehm. Du musst dir vorstellen, du planst eine Trainingseinheit und wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Konterspiel, dann hast du, oder umschalten nach Ballgewinn, dann hast du, wenn du die letzten 10 Jahre als Trainer gewirkt hast oder ausgebildet wurdest, ganz, ganz viele fachliche Aspekte im Kopf. Welche Spielform wähle ich aus? Wie ist das Zahlenverhältnis der Spieler? In welcher Zone spielen wir? Gibt es eine Kontaktvorgabe? Gibt es eine Provokationsregel? Auf der anderen Seite kannst du aber eben auch Coaching-Aspekte planen, wenn du es denn willst. Also, wie viel gebe ich als Trainer vor und wie sehr gebe ich den Spielern ihre Bühne und ihre Plattform? Und wenn du dann am Rand stehst und dich mal ganz bewusst auf die Coach-Rolle fokussierst, also nicht sagst, stopp, du läufst jetzt nach links, du läufst nach rechts, du spielst in die Tiefe, sondern beobachtest, was du siehst und den Spielern die Lösung überlässt. Manchmal sind da übrigens ganz geile Sachen dabei, auf die wärst du niemals gekommen. Dann entwickelt sich im Innerlichen so ein Kontrollverlust, den du ja, wie gesagt, ganz oft mit der Trainerrolle verbindest.